Hallo, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zurück zur 6. Episode vom Lateinischen Kaiserreich Roleplay. In der letzten Folge, da sind wir, wir haben uns mit unserem verfeindeten Bruder, der unseren Sohn hat ermorden lassen, weiter auseinandergesetzt. Und zwar, wir haben indirekt, haben wir vielleicht Schuld daran, dass sein Sohn gestorben ist. Es könnte sein, dass wir eine sehr frühe Version der biologischen Kriegsführung eingesetzt haben und eine mit von Pocken verseuchte Leiche von Konstantinopel nach Namur geschickt haben, woran dann sein Sohn Philipp gestorben ist. Könnte sein, dass wir was damit zu tun haben, man weiß es nicht. Die Geschichtsbücher werden darüber schweigen. Nun, Philipp selbst war kurzzeitig von seinem Lehnsherrn, dem Kaiser, inhaftiert worden, ist er dann aber wieder freigelassen. Die Umstände wurden uns nicht näher berichtet. Aber wir setzen nun immer mehr daran, ihn selbst aus seiner Burg zu holen und hier an den Bosporus zu schicken, damit er hier seiner gerechten Strafe überantwortet werden kann. Außerdem sind wir jetzt bereit, den überfälligen Krieg gegen Athen zu führen. Athen und wie und Thessaly heißt es im Englischen, Thessalien, erneut, denen wir ja schon hier den Nordteil Thessalonika abgenommen haben. Die werden diesmal wieder mit dabei sein, vermutlich. Sie sind mit Athen verbündet. Athen selbst befindet sich gerade in einem Krieg gegen Achaia. Oder nee. Doch. Eigentlich greifen sich hier die Ionischen Inseln an. Achaia ist mit ihnen verbündet und ist deshalb mit ihnen in den Krieg gezogen. Ja. Deshalb, ich setze darauf, dass Athen von sich aus schon stark geschwächt sein wird. Allerdings, die hätten insgesamt 2000 Mann aufzubieten. Thessalien 1000, also 3000. Wir sind da wieder vollkommen überlegen. 5200 Mann können wir aufbieten. Und diesmal lassen wir uns nicht von diesen elenden Voraussagungen da des Spiels ins Bockshorn jagen. Nein, nein, nein. Wir gehen diesmal mehr auf Konfrontationskurs. Des Weiteren ist mir eine Sache aufgefallen. Hier bei den Siblings, bei unseren Geschwistern, da steht hier so eine kleine Plus 2. Wir haben noch zwei Brüder. Das hat unser Kaiser Baudouin wohl irgendwie vergessen, irgendwie. Hat er sie nicht weiter beachtet. Wir haben noch die Brüder Eustache und Gottfried. Eustache ist verheiratet mit der Gräfin Ermesinde of La Roche. Die hier diese zwei Grafschaften im Heiligen Römischen Reich beherrscht. Und er hat einen Sohn, Baudouin. Allerdings mit einer anderen Frau, nämlich mit Mathilde von Tirol, die bereits verstorben ist. Und dann haben wir noch halt Gottfried. Gottfried, er hat keinen Titel und er hat auch niemanden geheiratet, der einen Titel hat. Er hat eine Frau von niederem Stand geheiratet, Juliane. Und er befindet sich am Hof unseres verhassten Bruders Philipp. Und ich glaube, das wollen wir ändern. Wir wollen ihn an unseren Hof holen. Denn vielleicht hat er ja Sachen zu berichten über unseren Bruder, wie man näher an ihn herankommen kann. Wie man vielleicht eine Person des Nachts aus seinen Schlafgemächern zerren kann. Vielleicht weiß er ja darüber etwas. Er will allerdings noch nicht so wirklich mit zu uns kommen. Allerdings, wenn wir ihm etwas Geld schicken. Wir interpretieren das jetzt so. Er ist ja landlos. Das heißt, er ist auf das Einkommen von. Er hat kein Lehnseinkommen, er ist darauf angewiesen, dass andere für ihn aufkommen und ihn unterhalten. Und wir interpretieren das jetzt so, dass wir die Reisekosten von
Namur nach Konstantinopel bezahlen. Deshalb schicken wir ihm diese 50 Goldmünzen. So, und jetzt Invite to Court. Will er wieder nicht? Immer noch nicht? Warum? Seine Reluctance ist jetzt bei... Bei exakt 0. Und es muss positiv sein. Damit er kommt. Können wir ihm noch irgendwas anbieten? Wir können ihm... Ja, Moment. Hier ist noch was. Offer Guardianship. Nee, wir starten jetzt hier so einen... Wir umschmeicheln ihn ein wenig. Dass sich seine Meinung über uns erhöht. So, und während das geschieht, werden wir jetzt endlich Herzog Leon von Athen den Krieg erklären. Unsere Clans, wir werden gesamt Athen einnehmen. Das heißt, es geht für ihn geht es um alles. Da wir vermutlich gegen die Thessalier wieder in den Krieg ziehen werden, versetzen wir unseren Rally Point hier hin. Ja, und da der joint er schon den Krieg. Und unser Stuart hat wieder 105 zusätzliche Steuern eingetrieben. Das ist ja famos. Können wir gerade sehr gut gebrauchen, denn durch den Krieg aktuell sind wir im Minus, wenn wir alle unsere Truppen ausheben. Das ist nicht so gut. Ja, Amori wird wieder diesen Feldzug anführen. Jetzt heißt es vorwärts. Ah, hier werden wir... Hier würden wir 263 Mann verlieren. Das auch, Alter. Nee, da nehmen wir lieber den Seeweg. Der ist etwas teurer, zwar in Geld, aber nicht in Menschenleben. Wir werden direkt in Athen landen. Fahren wir da mal runter und gehen diesen sehr gefährlichen Landweg. Ja, irgendjemand mit einem Anspruch auf irgendwas ist ein Landweg. Da ist eine feindliche Armee. Die Armee der Athener. 3000 und die haben 2500. Das sind aber ein paar mehr, als hier angesetzt war. Naja, vielleicht haben die Söldner angeworben. Nun gut. Verziehen sich aufs Meer, die verschütten sich auch ein. Interessant. Wir verlieren während dieser Belagerung 52 Mann am Tag. Was ist das? Ruf zu den Waffen. Von wem? Von unserem... von unserem ehemaligen Schwager. Philipp von Frankreich. Und es geht gegen... Aha, die Herzogin der Bretagne und gegen England, wenn ich das richtig sehe. Ja. Ja, okay. Werden wir natürlich akzeptieren, aber wir werden da jetzt nicht aktiv. aktiv mitwirken können. Wir können unser erstes Intrigen-Perk vergeben. Und wir haben einen neuen Dynasty-Legacy. Können wir ebenfalls vergeben. Moment. Dann erstmal, wir wollen zum Kidnapper. Das haben wir erstmal hier. Enables a Fabricate Hook Scheme. Und jetzt müssen wir hier noch dieses andere, Digging for Dirt, und dann hier runter nach Kidnapping. Dann können wir unseren Bruder mal habhaft werden. So, unsere Dynastie...
Ich glaube, es wäre ganz gut im Sinne von Baudouin, wenn hier der Kriegerfokus etwas weiter ausgebaut wird. Dass das Haus von Flandern halt wegen seiner überlegenen Kriegstaktiken und Kriegsführung bekannt wäre. Deshalb werden wir mal hier diesen Bonus freischalten. House of Warriors. Genau. Ich fürchte, die feindlichen Truppen. Da kommen ein paar. Die werden jetzt. Ich habe eben gesehen, die ziehen gerade hier gleich durch Epirus. Die werden vermutlich hier irgendwann anlanden. Aber erstmal werden wir hier weiter belagern. In 4 Monaten haben wir es. Oha, was ist das? The Scandal. My daughter, Princess Johanna, has been showing the signs of pregnancy for some time now, and everyone thought that the husband, Duke Diarmait, was the father. Now it is clear that the real father to be is none other than Onno. Hatten wir das nicht schon mal? Es kommt mir gerade, diese Situation kommt mir gerade sehr bekannt vor. Aber unsere. Mein Gott. Was haben wir da für ein Flittchen? Aufgezogen. Oh. Ach ja, das war. Das habe ich am Anfang vergessen zu sagen. Unsere Frau ist erneut schwanger geworden. Allerdings ist es nicht der erhoffte Sohn geworden, der uns dann doch noch einen männlichen Erben geschenkt hätte, nachdem uns unser erster Sohn genommen wurde. Nein, wir haben eine Tochter bekommen. Isabeau soll sie heißen. Ja. Damit ist es vermutlich beschlossene Sache, dass unser Bruder Henri uns beerben wird. Da wird vermutlich nichts anderes mehr bei rumkommen. Und hier eine Fraktion. Das ist wieder hier diese eine Unabhängigkeitsfraktion. Alexios mal wieder. Der will es einfach wissen. Der hat was gegen uns. Moment, wie stark waren die? Wann können die? In 30 Monaten. In 30 Monaten wären sie kriegsbereit und könnten ein Ultimatum an uns schicken. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, ne? Wie wir damit umgehen. Ich hoffe mal, der Krieg ist bis dahin vorbei. Ich frage mich echt, wo die feindlichen Armeen sind. Vielleicht kümmern die sich gerade wirklich nur um diesen anderen Krieg, in dem sie da sind. Und das Geld geht uns auch ein wenig aus. Vielleicht müssen wir irgendwann die Truppe verkleinern. Was ist das denn? Intriguing prospect. It has come to my attention, my lord, that you might be in need of someone of my talents. My new acquaintance Giselle approaches me, smiling. If my services could be of use, please do not hesitate to request them. Um was geht es denn eigentlich? Ah, vermutlich um hier diese Intrige, dass wir unseren Bruder hier etwas beeindrucken wollen. Machen wir das? Ja, ich würde sagen, ja, sie kann bei Hof bleiben. Ah, hier, wir haben es gleich. Gleich fällt Athen. Athen ist gefallen. Wir sind schon bei 43% Warscore. Dann erobern wir doch einfach hier die nächste Grafschaft. Der Feind will sich anscheinend nicht stellen. Wir haben jemanden. Wir haben die Tochter des Herzogs gefangen genommen. Sehr schön. Da ist auch die feindliche Armee. Wow. Oh, defending in Hills und defending eine. Also sie
Und wir müssen über einen Fluss angreifen. Nee. Das ist tatsächlich, das wäre taktisch einfach unbedacht. Das wäre doof. Das wäre dumm, sowas zu machen. Der Feind ist in einer viel besseren taktischen Position. Oh, in 4 Monaten schon ist hier Theben gefallen. Also ist es noch nicht, wird es aber. Ah, dieser Amelon, das war doch dieser Bauernanführer. Der ist gestorben. Ja, gut. Soll er doch. Die Lollards in Moravia. Also in Moravia. Mähren, glaube ich. Herzog Strakvas of Moravia has announced to the world that he and his vessels have converted to Lollardy. Having become disillusioned with the teachings of the Catholic priests, the nobles of Moravia no longer consider the clergy to be righteous and true. As Lollards, they believe their new faith properly aligns with the will of God and they are distancing themselves from the former religious institutions. Aha. Okay, wir könnten jetzt uns auch zum lolladischen Glauben bekennen, aber nee, das machen wir nicht. Ich weiß nicht genau, das Lolladentum war ein Abspalterglaube vom Christentum. Worin die sich jetzt genau unterscheiden von der katholischen Lehre, weiß ich nicht. Hier noch einer. Der Herzog von Niederschlesien schließt sich dem auch an. Und der Herzog von Oberschlesien. Aha, ja, sollen sie mal. Das interessiert uns jetzt hier gerade eher wenig. Gleich fällt Theben. Theben ist gefallen. Wir sind bei 76% Warscore. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir einfach im Korinth weiter. Vielleicht können wir sie da aus ihrer defensiven Position herunterlocken etwas. Und sie doch noch zu einer Feldschlacht bewegen. Das geht sogar noch schneller, in 3 Monaten. Vielleicht haben wir dann ja sogar so viel, dass wir den Krieg direkt in der Tasche haben. Beenden können. You've been overwhelmed by stress. Oh ja. Oh ja. Oh, wir sind... Stress Level 1. Oh, Fertility minus 10. Ja, das ist noch mal schlechter. Was? Moment. Mental Break. Imposter. Recently I feel like I'm not worthy of the Latin Empire. Do other rulers doubt themselves as I doubt myself? Also, do other rulers doubt themselves as I doubt myself? I try to be a good temperate emperor. But my mouth seems to water constantly. Everything makes me hungry. Why am I so damnably uncharacteristically hungry? Damn this universe for raising one so poor as me to such hates. Okay. Okay, wir könnten so weitermachen wie bisher. Dann würden wir nochmal sehr viel Stress dazu bekommen. Wir könnten uns geißeln. Da würden wir verwundet werden und halt ein Flagellant werden. Oder wir könnten profligate, also verschwenderisch würde ich es jetzt übersetzen, wenn ich mir so angucke. Monthly Income minus 10%. Das ist schon was. Wir würden ein bisschen Stress verlieren. Also compulsive spending causes Baudouin to frequently waste money on unnecessary purchases. Boah, das ist jetzt... Sind ja eigentlich ein gemäßigter Charakter. Ich glaube auch, weil er ist ja von Hause aus eher so ein bisschen theologisch Gelehrter, ne? Ich glaube, da würde es dann tatsächlich so weit kommen, dass er hier anfängt, sich zu geißeln. Weil
Er plant ja eigentlich, er ist ja indirekt auch verantwortlich für den Tod seines Neffen, der tatsächlich vermutlich mit diesem Anschlag auf das Leben seines Sohnes nichts zu tun hatte. Und er plant ja weiterhin, gegen seinen Bruder vorzugehen. Ich denke schon, dass das irgendwie dann so ein Gefühl der Schuld auch irgendwie hervorruft. Und dass er dafür irgendwie nach Vergebung sucht. Und dass sich das jetzt quasi in diesem Extrem, in diesem absoluten Extrem der Geißelung festschlägt. Ja, das machen wir. Und wir werden natürlich noch verwundet. Sind aber Gott sei Dank wieder ein Stresslevel unten. Allerdings. Oh, und wir sind direkt wieder durch die hervorragende Behandlung von Burgon. Sind wir nicht mehr verwundet worden. Aber was haben wir denn? Ach, dadurch ist es ausgelöst worden. Unsere Schwester, Sibyl, ist gestorben. Irgendwo in der Ferne gelebt hat. Ich weiß es gerade gar nicht. In 1,5 Monaten ist diese Belagerung von Korinth jetzt auch erfolgreich beendet worden. Und dann müssen wir hier mal gucken. Was? Unser Marschall, unser Vasall, Herzog Renier, hat sich mit dem Athener verbündet und könnte jetzt gegen uns in den Krieg ziehen? Was ist das denn? Oh. Das scheint nicht so. Oder doch? Es hat nicht funktioniert erstmal. Seine Meinung über uns hat sich nicht geändert. Er will weiterhin nicht an unseren Hof. Könnten wir denn einfach ein neues Geschenk schicken? Nein, das geht erstmal nicht mehr. Ja, wir versuchen es nochmal. Wir haben Korinth eingenommen und wir sind bei 100%. Tja, wir können den Krieg beenden. Wir bekommen alles. So, ach, der wird unser Vasall. Ah, okay, okay. Ich hätte jetzt gedacht, wir übernehmen hier alles selbst, aber nein, der wird unser Vasall. Okay, so be it. Ja. Ist jetzt natürlich inländisch wieder eine Problematik, weil wir jetzt wieder einen mächtigen Vasallen der Meer haben, der halt uns feindlich gesonnen ist. Ja, da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir mit dem Mann umgehen. Wir werden erstmal wieder alles disbanden. So. Wir haben den Krieg gewonnen. Was hat sich jetzt genau verändert? Ah, die Bretagne ist jetzt Teil Frankreichs. Genau. Da kommt direkt der nächste Krieg.
Das ist halt der Nachteil, wenn man dauernd in irgendwelch, wenn man mit so vielen mächtigen Reichen verbündet ist. Gegen wen geht's denn? Gegen König Wladislaw von Polen. Ein heiliger Krieg? Und Herzog Konrad aus dem Haus der Wettiner soll König von Polen werden. Wieso denn heiliger Krieg? Ist der Typ kein Katholik? Doch, der ist doch Katholik. Ah, hier, es geht um den. Nee, hä? Der befindet sich im Krieg. Holy Roman War. Ach so, Holy. Ich hab falsch gelesen. Holy Roman War for Duke Conrads Claim of the. Also, der will, dass einer seiner Herzöge König von Polen wird. Was ist das? Ein Call to War. Ach so, wir haben noch gar nicht akzeptiert. Ja, wir akzeptieren halt. Wir stehen natürlich zu unserem Bündnis, aber ich glaube, ehrlich gesagt, die schaffen das schon allein. Bodoans seem to enjoy our latest feast immensely. Afterwards, he couldn't stop talking about the feelings that locked eyes with one of the younger servants had caused him. The young rascal is coming of age, is he? Notice how true value lies in the extent of trapping of power. Oh, er ist. Okay, er ist schon. Unser Bruder hat ihn schon verlobt. Mit wem? Einer orthodoxen Griechin? Bitte was? Was macht unser Bruder denn da für Sachen? Ich glaube, da gehen wir einfach hier drauf, oder? Ich sehe in unserem Charakter jetzt nichts, was ihn darauf. Also, unser Charakter ist auf keinen Fall greedy. I show him how to make friends at feasts. Sehe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Wir geben ihm hier. Der Junge wird halt jetzt erwachsen. Dieser Krieg ist erfolgreich beendet worden. Bleibt jetzt, was unsere Claims angeht, glaube ich, nur noch hier Achaia. Moment. County of Euboea? Wo ist das denn? Ich sehe es gar nicht. Ach so, das ist die Grafschaft und das ist die, das Herzogtum, zu dem das gehört. Okay, verstehe. Also diese Insel hier oder unser Anspruch, das wäre hier diesen. Das wäre alles. Wie sieht da die Bündnissituation aus? Er ist verbündet mit Euboea. Also hier. Mit seinem. Achso, der ist quasi mit seinem Vasall verbündet, so wie ich das sehe. Ja, okay. Mit sonst niemandem. Das ist gut. Ah, und Renier ist damit fertig, hier die kaiserliche Kontrolle in Thessaloniki voranzutreiben, ja. Soll er mal weitermachen hier in unseren ganz neu erworbenen Gebieten? 3 Jahre braucht er dafür, okay. Wir könnten uns jetzt. Was wir hier schon für wegen unseres Stress für Sachen machen könnten. Wir könnten uns halt geißeln oder wir könnten einfach Suizid begehen. Oh, wow.
So, die Ah. Jetzt ist es wieder zurückgegangen. Diese Fraktion stellt keine direkte Bedrohung mehr dar. Aber was machen wir denn jetzt hier mit unserem Graf Leon? Er ist jetzt nur noch Graf, weil wir ihm den Herzogstitel genommen haben. Würde er konvertieren? Vielleicht. Ah, da fällt mir was ein. Wir können jemand anderen dazu bringen, zu konvertieren. Das habe ich vorhin mal durch Zufall gesehen in der Pause. Hier, Graf Theodoros von Adrianopel, unser, auch einer unserer Vasallen. Der wird akzeptieren. Und das machen wir doch mal. I have decided to follow you into the light and convert to Catholicism. Sehr schön. Every woman for herself. Okay, was ist denn jetzt hier los? The forceful knock on the door clears every bit of drowsiness from my mind. Who disturbs the emperor at this hour? My late night visitor is none other than Margareta, also unsere Tochter. I have to speak with you privately, away from listening ears. I have discovered something very interesting. Margareta has uncovered a secret of Empress Marie. She is willing to share it with me if I let her off the hook. Was? I swear after this we will owe me no longer. Sie wird mir ein Geheimnis über unsere Ehefrau verraten. Do you think you can make the man tell me or else? Okay, das ist irgendwie seltsam, dass wir jetzt... Was würden wir da jetzt machen? Hier steht, wir bekommen sehr viel Stress, weil wir ambitioniert sind. Ja... Damit wären wir dann wieder auf Stress Level 1. Ja, ich denke, das werden wir dann aber machen, weil es ist, scheint für mich dann das einzig Logische, was er dann machen würde. Also ich hoffe, das ist es aber dann auch wert. You learned of Empress Marie's Cannibal Secret? What? Unsere Frau ist eine Kannibalin? What? Ich habe gerade aus dem Sinn geguckt, wäre das ein könnten wir das benutzen, um uns von ihr scheiden zu lassen? Nein, wir bräuchten dann einen Hook gegenüber dem Papst. Natürlich. Ja. Sie ist eine Kannibalin. Okay. Ich muss ganz ehrlich sagen, I didn't see that coming. Also ein sehr starker Hook. Wir könnten sie... Use a secret you have discovered to gain a hook. Aber haben wir diesen Hook nicht schon? Exposing a secret destroys all hooks given by selected secret. Ich bin bei diesen Hooks und im All bin ich noch nicht durchgestartet. Ich klicke mal auf Blackmail. Okay. Select which of Empress Marie's secrets to use for Blackmail. Ja, das. It's a strong hook. Blackmail on Empress Marie. Achso, wir haben nur ein Stronghold Secret? Okay.
Okay, sehe ich aber jetzt, wir wollen ja nichts von ihr. Deshalb, boah, keine Ahnung. Das ist. Das habe ich nicht kommen sehen. Das ist eine Frau, die Kannibalin ist. Ah. Okay, mit dieser erschütternden Erkenntnis würde ich sagen, verabschieden wir uns von dieser Folge. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haltet die Ohren steif und haut rein.